Das Lernen von biologischen Systemen hat zwei verschiedene Ausprägungen. Die reine Ausprägung ist die Anwendung auf die Herstellung von Produkten, technische Anwendungen. Der zweite Aspekt ist aber auch die Nutzung optimierter Prinzipien biologischer Systeme für Management, unter anderem für das Innovationsmanagement. In beiden Bereichen gibt es die Erfolgsstories. Und in beiden Bereichen stehen wir nicht am Ende unserer Möglichkeiten, sondern am Anfang unserer Möglichkeiten.